Moin Leute, zur nächsten Folge von Edelweißsondler. Wir haben heute auf einer Wiese unterwegs, auch wieder mitten in der Pampa und schauen mal, was wir euch da so präsentieren können. Ja? Der Reini ist dabei als Kameramann, ein bisschen als Sondlerunterstützung natürlich auch. Er probiert es mal aus mit seinem lahmen Flügel, ob der sie hat, und dann sehen wir uns beim ersten Fund. Bis gleich, habe ich die Ehre. Der erste schöne Fund, das Problem ist jetzt echt das, mit dem Live mitfilmen, da bin ich nicht so gut drin. Aber ich zeig's euch so, ist auch schön. Also, eine kleine Silbermünzen, ein paar Wappen drauf. Ihr seht es dann gereinigt auch nochmal. Auf jeden Fall ein schönes Ding. So kann ich schon mal losgehen am Anfang. Bin mit der elliptischen F unterwegs. Ist jetzt zwar nicht das Indikator für die Tiefe, aber sehen die Sachen. Bringt man halt dann doch traumhaft einer, gell? Das passt. Also das war jetzt ein 77er Signal. Der ist jetzt recht schön, jetzt muss ich mal schauen. Moment, Schneeaufzeiten. Der ist eigentlich immer noch gut an. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass nichts vom Jäscher ist, oder? Wieder aus. Hoppala, da. Ja, und Mosel, gell? Die 5 Pfennig. Wunderbar. Komm, schön einer. Und halt die normale Moospatina. Also, sagt halt einfach nichts. Die schauen aus, als wie wenn sie es gestern reingelegt hätten. Wie ein Goldstickel. Bloß leider ohne Gold. Leider. Naja. Passt. Ich hoffe, ihr verzeiht es mal. Ich kann das einfach nicht mit dem Filmen. Und gerade gleichzeitig auf jeden Fall. Ich glaube, man sieht es. Die nächste selber nicht. Nicht weit weg jetzt von der anderen. Leider ziemlich abgeranzt. Ich denke mal, dass so um die 6 oder 3 Kreuzer müssen es sein von Bayern. Die haben wirklich ziemlich durch. Ich reibe jetzt nicht weiter drüber, wir machen es mal sauber und dann blenden wir es euch ein. Was fand ich das war? Kurz zum Festhalten mal. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht. Was hast du denn für ein Leitwerk gehabt? Ich weiß nicht, ich glaube, dass es Eisen ist. Ach du Scheiße! Oh! 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 Ja, das ist länglich, so wie ich gesagt habe. Ja, super. Oh ja, das ist zum Pumpen, jetzt weiß ich, wie das ist. Oh ja! Gratuliere, Ludwig! Ja, also wenn es einmal jemanden abschleppen braucht, das tue ich jetzt in meine Fundtasche rein und dann nehmen wir das brav mit. Ah ja, genau. Die könnte schon auch ein bisschen älter sein, gell? Weil so neumoderne Ketten, die haben ja nie so schwer gebaut eigentlich. Das sind ein riesen. Also wenn man das anschaut, die Glieder, die haben ja dicker wie der Finger. Ja, Wahnsinn. Mit dem wir das jetzt mal kurz da hinten deponieren und wir fahren dann noch mit dem Auto her und holen was ab. Ja.
Tausenden von gelaufenen Kilometern mal wieder ein einigermaßen anständiges Signal. Ich glaube, der Reini kann es euch bezeugen. Reini, was hast du schon gefunden? Ein sich Regen bringt Segen und ein Kupferring. Ein bisschen unschönen. Es ist mühsam heute. 15 Kilometer gelaufen und 6 Signale gehabt. Ich meine, ich habe jetzt zweimal selber gefunden. Ich beschwere mich jetzt gar nicht, aber... Nein, du brauchst eigentlich nicht beschweren. Eine Münze. Eine Münze. Und es ist schwarz. Wird sau. Und da siehst du gar nichts mehr drauf, gell? Es ist, doch, man sagt ihn schon, ja. Ein Pfennig. Der Wahnsinn. Eindeutig. Also mehr Pfennig geht gar nicht. Was sagt uns das? Ja, mühsam. Da haben wir was. Mühsam nennt sich das Eichhörnchen. So, es ist immer das Gleiche. Jetzt haben wir jeden Scheiß haben wir krumm. Sagen wir bei dem Signal. Wir haben uns auch noch unterhalten und haben eigentlich auch gar nicht. Da ist die Fibel. Und zwar, was für eine, muss ich noch schauen, da hinten das Eckerl, also die hintere Aufnahme, die hat es immer ein wenig rausgebogen. Aber ansonsten, schönes Drum. Wir suchen mal ein Vergleichsobjekt und dann sagen wir es euch. Also es ist ja wirklich, also man kann wirklich alles da beim Sondern, da tust du jeden Schmarrn, grabst live mit und tust umeinander. Aber ein Loch und dann, also na. Wunderschön, da freuen wir uns wahnsinnig drüber. Bei uns eigentlich ein sehr seltener Fund, gell? Haben wir eigentlich gar nicht. Nein, ganz was Filigranes eigentlich, ganz was Feingearbeitetes. Also eindeutig aus Bronze haben wir fast nie. Ich kann es jetzt auch zeitlich auch gar nicht richtig datieren. Ich denke mal Latine. Aber Latine. Ich lehne mich noch nicht 2000 Fenster aus. Vermutlich Latine, wenn es was anderes wird, sagen wir es euch. Der Reini hat er wieder nicht warten können und er hat gesagt, er hat jetzt eine schöne Silberne. Eine schöne Silberne hat er gefunden. Jetzt sind wir aber alle gescheit gespannt, was das für Silberne ist. Das hat sich jetzt da als Eisen rausgestellt. Eisen gehört auch dazu, aber sag mal, das ist eine schöne Silberne. Also mir gefällt. Müssen wir aufgeregt sein. Mir gefällt's, ist gut. Hat sie sich gelohnt praktisch jetzt die Enthaltsamkeit die letzten 3 Stunden? Ja. Ist groß? Nein, ganz groß ist es nicht. Aber da doch. Aber alter Schwede, jetzt haut es aber einen Vogel raus. Aber schön. Boah, leck ist die geil. Aber ich hab's noch nicht erlesen. Da haben wir ja. Jetzt, warte mal, ich bin zu dumm zum Scharfstellen. Also ein Dreier ist unten irgendwie. Dreh's mal um. Wow. Also das ist ja dermaßen eine traumhaft schöne Münze. Schau mal, steht da Tirol rum. Das wird schon Tirol sein, ja. Tirol, ja. Wow, ist die schön. Der fällt ja gar nichts. Traumhaft. Jetzt bringe ich sie einer. Das ist wirklich traumhaft schön. Gratuliere. Eine wirklich, wirklich bezaubernde, wunderschöne Silbermünze. Wunderbar. Die ist ja richtig geil. Hä? Jetzt da. Jawohl. Und abgeben. So, meine Lieben, das wird jetzt das letzte Signal für heute. Ich glaube, wir haben voll und ganz zufrieden. Es war echt richtig schön. Das Wetter hat passt. Da hinten geht gerade Sonne unter. Das sah auch traumhaft aus. Du ja. Schaust auch traumhaft aus. Und wunderbar. Jetzt schauen wir das letzte Signal noch. Eines brauchen wir noch. Was war es für ein Signal? 75. 75. Da schwinden die Hoffnungen. Gibt eine kleine schöne Sache. Was? Mit was verabschieden wir uns denn? Wir verabschieden uns mit einer Zündhütl. Mit einem Zündhütl? Nein, mit einer Patron. Mit einem Geschossboden. Mit einem Geschossboden, ja genau. Ein Geschossboden, ein wahrer Traum. Vom Jäger. Adieu. Adieu. Also, wir sagen mal vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr uns wieder begleitet habt beim Sondeln. Und ja, wir haben jetzt noch ein paar Meter zum Auto.
Wenn jetzt da nichts aus dem Rabenzimmer kennst, dann war es das für das Video. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Adieu auch von mir.